Wir haben gestern nach der allgemeinen Aussprache, das gehört immer dazu, auch vor allen Dingen nach einer langen Sommerpause, sehr intensiv über das Thema Klima gesprochen, sehr intensiv über das Thema Bepreisung gesprochen mit Professor Edenhofer, Professor Fuß. Ist auch sehr viel diskutiert worden. Und ein Ergebnis ist gewesen, dass es eben nicht nur um Bepreisung geht, sondern dass es auch ganz entscheidend ist, dass wir, wenn wir über den Kampf gegen den Klimawandel reden, auch über Anreize reden. Und vor allen Dingen haben wir uns vorgenommen, dass wir mehr das Thema Technologie und Innovation in den Vordergrund stellen. Das fällt momentan in der Diskussion in Deutschland beim Thema Klimaschutz komplett hinten rüber. Ich glaube mal, mit unserer technologischen Expertise können wir nicht nur national das ein oder andere Problem lösen, sondern, und darüber haben wir auch gesprochen, dass das ein internationales Thema ist, wir können auch international einiges bewirken. Und deswegen werden wir als Union in den nächsten Wochen mehr auf Technologie und Innovation in diesem Bereich setzen. Natürlich wird das Thema Bepreisung weiter eine Rolle spielen. Was auf keinen Fall sein darf, ist, dass das Thema Klimaschutz auf Ordnungsrecht, auf Verbieten reduziert wird. Das ist nicht die Art und Weise, wie die Union mit diesem Thema umgeht. Das war vom gestrigen Tag und auch von den heutigen Diskussionen eine wesentliche Erkenntnis, die wir haben. Wir haben noch einige Papiere verabschiedet zum Thema künstliche Intelligenz, aber auch zum Thema Clankriminalität, zum Thema Rechtsstaat. Da wird gleich der Thorsten Frey drüber berichten. Und über die anderen Sachen, die passiert sind, wird Ihnen der Alexander Dobrindt was erzählen. Ja, lieber Ralf, sehr geehrte Damen und Herren, Klimaschutz ist das Thema, das in den nächsten Tagen ja nochmal an Bedeutung stärker gewinnen wird, bis zum 20. September hin, wenn die Entscheidungen im Klimakabinett fallen und dann natürlich die ganze Umsetzung und Abarbeitung der Thematik, die in den nächsten Monaten dann auch das Parlament noch intensiv beschäftigen wird. Deswegen war es uns wichtig, dass wir uns jetzt aktiv einbringen in der Vorbereitung schon der Entscheidung des Klimakabinetts und nicht erst im Nachgang dann uns mit diesen Thematiken auseinandersetzen. Wir haben jetzt in der Vorbereitung uns mit den verschiedenen Ideen, Modellen auseinandergesetzt und für uns ist klar, dass wir einen Klimaschutz und ein Klimaschutzpaket haben wollen, das wirksam ist, das intelligent ist und das sozial ausgewogen ist. Wirksam heißt, dass wir mit Anreizen arbeiten, die sehr schnell dafür sorgen, dass wir CO2-Einsparungen hinbekommen. Das sind technologische Ansätze, die auch gerade, wenn man beispielsweise an den Bereich des Wohnungsbaus denkt, dafür sorgen können, dass man mit entsprechenden Förderungen Ölheizungen ersetzt und moderne Technologien einsetzt, die eben zur CO2-Einsparung führen. Wir wollen eine intelligente Lösung. Das ist eine marktwirtschaftliche Lösung, die auch dazu führt, dass die Kräfte des Marktes mitwirken können und dafür sorgen, dass wir langfristig CO2-Einsparungen bewirken. Und drittens wollen wir eben eine sozial ausgewogene Lösung. Das heißt, man muss auch dafür sorgen, wenn es Betroffenheiten dann gibt, die entsprechend abgefedert werden und nicht in irgendeiner Form am Schluss die Klimafrage zur sozialen Frage in unserer Gesellschaft wird. Das werden wir entsprechend auch verhindern. Dann haben wir natürlich mit Spannung neben den Themen, die wir im Klimaschutz abgearbeitet haben, auch verfolgt, dass die SPD, unser Koalitionspartner, gestern seine erste Runde im Wettbewerb, im der Kandidatenrallye hatte. Wir erinnern an der Stelle einfach nur mal dran, wir wissen, dass die SPD eine gewisse Zeit jetzt sich mit sich selber beschäftigen muss. Dass aber die Arbeit weitergeht in der Bundesregierung und wir erwarten von der SPD trotz allem Verständnis dafür, dass sie diese Zeit jetzt für sich braucht, dass wir die inhaltlichen Vorbereitungen fürs Klimakabinett, aber auch für die Fragen konjunktureller Maßnahmen, die wir damit ja auch verknüpfen wollen, jetzt nicht schleifen lässt, sondern mit uns konsequent an der Umsetzung der Herausforderungen, die nun mal vor uns stehen, auch weiter bereit ist zu arbeiten. Man hat uns mitgeteilt von der Bertelsmann Stiftung, dass wir 2/3 dessen, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben,
umgesetzt haben. Wir sind aber alle nicht für zwei Drittel gewählt worden, sondern für alles das, was wir vereinbart und zugesagt haben, dann auch zu erfüllen. Wir wollen das erfüllen und wir haben die Erwartung an die SPD, dass sie mit uns bereit ist, die vereinbarten Dinge aus dem Koalitionsvertrag jetzt auch weiter abzuarbeiten und zu erledigen. Ja, und auch einfach deswegen abzuarbeiten und zu erledigen, weil wir aufpassen müssen bei aller Wichtigkeit, dass wir uns jetzt nicht monothematisch auf Klima und Umwelt konzentrieren. Wir haben auch sehr viel über das Thema Wirtschaft gesprochen. Wir sehen das im großen Zusammenhang. Wir müssen jetzt auch zusehen, dass wir auch vor der sich andeutenden Eintrübung dann strukturell die Wirtschaft fit machen für das Jahr 2030. Wir haben gestern auch sehr, sehr lange gesprochen, auch über außenpolitische Dinge. Wir denken, dass Außenpolitik mehr in den Fokus der politischen Diskussion hier in Deutschland hinein muss, weil wir einfach auch international so vernetzt sind. Und wir werden jetzt sehen, die Kanzlerin hat ihre Reise nach China. Wir haben die Situation, dass, was wir gestern alle irgendwo mitgekriegt haben, dass es eben nicht klar ist, wie es in Großbritannien weitergeht. Also der Brexit muss auch mehr besprochen werden. Das betrifft uns natürlich auch essentiell hier in Deutschland. Und wir haben auch über das Kernthema gesprochen, was uns in den letzten zwei Jahren sehr stark beschäftigt hat, wo wir erste Erfolge haben, nämlich das Thema innere Sicherheit. Und da ist ein Punkt die Clankriminalität. Dazu haben wir ein Papier gemacht. Und das wird der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thorsten Frey kurz vorstellen. Ja, meine Damen und Herren, das mache ich sehr gerne. Wir haben uns intensiv mit diesem Komplex auseinandergesetzt, aus innen-, aus rechtspolitischen Gesichtspunkten, aber auch aus sozial- und familienpolitischen. Und deshalb ist es für uns ganz wichtig, auf dieses besondere Kriminalitätsphänomen auch umfassend zu reagieren. Wir werden jetzt in wenigen Tagen das Bundeslagebild organisierte Kriminalität sehen, und wenn sich dort die Zahlen bestätigen, die wir aus Nordrhein-Westfalen im Bereich auf die Clankriminalität kennen, dann bedeutet das für uns auch, dass wir zusätzliche Mittel für einen Personalaufbau, insbesondere beim Bundeskriminalamt und auch dem Zoll, zur Verfügung stellen müssen, damit wir da auch die notwendigen Voraussetzungen schaffen. Wir brauchen gerade in diesen Formen der in sich abgeschlossenen Kriminalität auch die entsprechenden rechtlichen und technischen Möglichkeiten. Das bedeutet, dass wir die Möglichkeiten der Vorratsdatenspeicherung gerade in Bereichen der Clankriminalität wie auch im Bereich der Kinderpornografie effektiv nutzen müssen. Dafür brauchen wir die Aktivierung des deutschen Rechtsrahmens, aber auch eine Lösung auf europäischer Ebene. Das haben wir in diesem Papier deutlich gemacht. Datenschutz darf nicht Täterschutz sein. Auch da brauchen wir entsprechende Möglichkeiten. Und insbesondere, wenn es um den Datenaustausch geht zwischen Sozialbehörden, Kraftfahrzeugämtern, Polizei und anderen mehr, brauchen wir eine effektive Gefahrenabwehr, in die alle Teile staatlicher Verwaltung mit einbezogen sind. Wir brauchen Lösungen, wenn gerade sich die Strafunmündigkeit von Kindern, also unter 14-Jährigen, zunutze gemacht wird. Da ist es so, dass wir auch hier eine bessere Information der Behörden brauchen, auch eine Dokumentation von schweren und schwersten Straftaten von unter 14-Jährigen. Und wir brauchen eine Klarstellung, insbesondere für den Paragraphen 1666 BGB, wenn es um die Kindeswohlgefährdung geht und die Frage, wann Kinder aus Familien herausgenommen werden können. Dann ist es eben auch ganz entscheidend, dass man dafür klarstellt, dass wo Kriminalität in hohem Maße und schwerem Maße erfolgt, dass das immer auch ein Fall von Kindeswohlgefährdung ist, der diese Möglichkeiten eröffnet. Wir brauchen Aussteigerprogramme für Frauen und für andere Beteiligte, und deshalb haben wir versucht, ein umfassendes Antwortpaket zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist uns gelungen. Ja, prima. Gibt es noch Fragen? Ja. Fangen wir hinten an, Herr Blank, oder einigen Sie sich? Ich würde ganz gerne fragen zu den Themen von heute Morgen von Frau Köcher. Was waren denn da die zentralen Aussagen? Da ging es ja auch um die politische Stimmungslage, sicher auch nach den Wahlen in Sachsen und in Brandenburg. Und da würde mich interessieren, erstens die zentralen Aussagen von Frau Köcher. Wie ist die Union da im Moment aufgestellt? Wo sieht sie Handlungsbedarf? Und welche Konsequenzen ziehen Sie aus dem, was Frau Köcher eben gesagt hat? Ja, also die zentrale Aussage ist, es wird Sie nicht verwundern, dass das Thema Klima für viele Menschen in diesem Land sehr relevant ist.
Der zweite Punkt ist, dass die Menschen dann doch also sehr, sehr stark auf Anreize, auf Technologie, auf Innovation setzen. Das heißt, war ja auch die Diskussion, die wir gestern gehabt haben, dass wir da auch das Bild weitermachen müssen, als das bisher der Fall war, wo ja fast ausschließlich nur noch über die CO2-Bepreisung geredet worden ist. Und was auch ein wichtiges Thema ist, ist, dass das Thema Wirtschaft wieder anzieht. Ich hatte das also schon im einen oder anderen Interview gesagt, wir haben momentan eine Renaissance der Wirtschaftspolitik, einfach deswegen, weil sich Strukturen verändern, weil wir vor konjunkturellen Eintrübungen stehen und wir als die Partei mit der meisten Wirtschaftskompetenz sind dann natürlich als erstes gefragt, entsprechende Antworten zu geben und das werden wir auch tun. Es ist aber auch so, dass nicht diese Monofixierung auf ein Thema insgesamt in Deutschland da ist. Ich meine, wir tun momentan so, es ist auch fürchterlich wichtig, dass alles also sich nur noch um das Thema Klima dreht. Die Bevölkerung, die sieht das ein bisschen weiter. Da spielen natürlich Fragen wie Gesundheit, Fragen wie Pflege, Fragen wie Arbeit, aber auch wie innere Sicherheit also noch eine große Rolle. Und insofern haben wir da sehr, sehr breit diskutiert. Ja, Herr Brückhaus, Sie haben die Vorteile aus Ihrer Sicht des Zertifikatemodells eben erläutert. Wenn Sie nochmal Ihre Position zur Steuer, zum Mietmodell darlegen könnten, warum das nicht so gut ist, das ist die eine Frage. Und die zweite Frage zur Finanzierung. Da geht es ja um einen relativ hohen Milliardenbetrag, der von den Einzelressorts für 2023 da erbracht werden müsste. Wie sieht da die Gegenfinanzierung aus? Ja, also wir haben natürlich über viele Bepreisungsmodelle gestern gesprochen, auch mit den Fachleuten, mit den Wissenschaftlern, die bei uns waren. Und wir halten diesen Zertifikatehandel, also ein Handels-, ein Marktmodell, langfristig für effizienter. Es gibt Leute, die sagen, ja, das wirkt doch nicht so schnell, deswegen brauchen wir eine CO2-Steuer. Ich glaube, das kriegt man auch innerhalb eines Zertifikatehandels drin. Da sind wir aber momentan also in vielen Gesprächen. Und da muss man dann einfach mal schauen, was sich da ergibt. Aber wie gesagt, wir als Union sind immer für sehr marktnahe Lösungen, weil wir glauben, dass das langfristig besser ist. Und wir haben diesen Zertifikatehandel in anderen Bereichen ja auf internationaler Ebene. Und wir haben ja die große Absicht, das nicht nur in Deutschland alleine zu machen. Und da müssen wir immer drüber nachdenken, wenn wir Klimapolitik machen. Wir sind hier keine Insel, sondern wir sind im europäischen Netz drin. Das heißt, wir müssen immer versuchen, alle Lösungen, die wir hier in Deutschland haben, auch europafest zu machen und mit einer europäischen Perspektive zu verbinden. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und die zweite Sache ist, wir wollen das natürlich auch international ausdehnen. Und wenn ich das noch eben mit auf den Weg geben kann, wir haben auch über Wald gesprochen, über Wald im internationalen Kontext, weil wir glauben, dass es eben nicht nur um Bepreisung, um Anreize und um Fördermaßnahmen geht, sondern dass wir auch konkret in dem Bereich was tun können. Und da sind wir uns auch sehr, sehr einig gewesen. Die Finanzierung, das ist ein guter Hinweis, weil wir auch schon mal in einer ersten Runde heute über den Haushalt 2020 gesprochen haben. Und wir haben eigentlich zwei Sachen festgestellt. Erstens, wir haben in verschiedenen Töpfen Sondervermögen noch ein erhebliches Maß an nicht abgeflossenen Investitionsmitteln. Und da sind die Ministerien jetzt in der Verantwortung, dass diese Investitionsmittel auch abfließen. Ich habe ja auch an der einen oder anderen Stelle gesagt, dass man viel auch aus Bordmitteln erreichen kann. Und das habe ich heute Morgen auch gesagt, und ich glaube mal, das müssen wir auch ein bisschen mehr in die Diskussion reinbringen. Es ist ja nicht nur eine Sache des Bundes. Also wir führen momentan eine sehr fixierte Diskussion darauf, was kann der Bund gegen den Klimawandel tun. Nein, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ist auch eine Aufgabe der Länder. Ich sehe, dass in vielen Kommunen da momentan Entscheidungen fallen, dass viele Kommunen Geld investieren und was tun. Und ich würde mir wünschen, dass also mit der gleichen Werbe alle Bundesländer da an unserer Seite stehen würden. Dazu gehört natürlich auch das Tragen der Finanzierungslast, weil die finanzielle Situation der Bundesländer ist wesentlich entspannter und besser als die finanzielle Situation des Bundes. Das haben wir heute auch rausgearbeitet. Und das ist die alte Botschaft von unserem haushaltspolitischen Sprecher Eckhard Rehberg, der immer wieder sagt, naja, wenn wir mal schauen, was wir in den letzten Jahren für Milliardenbeträge an die Länder weitergegeben haben, dann sind die jetzt auch in der Verantwortung. Ui, jetzt wird es aber viel. Ja. Christopher Zieler, Stuttgart. Herr Brinkhaus, Sie schon auch noch mal eine Frage zum Thema Zertifikatehandel. Es gibt ja den Vorwurf der SPD, auch das BMU, das dauert alles zu lange, haben Sie ja gerade selber erwähnt. Es gibt ja den Vorschlag, das ist, glaube ich, auch im Sachverständigengutachten so drin, man könnte mit einem Festpreis beginnen. Die Frage ist, es eine Position, die innerhalb der Unionsfraktion die sogenannte favorisierte Position ist jetzt? Und noch eine Frage an Herrn Dobrindt, Sie haben gerade gesagt,
Sie wollten sozusagen konjunkturelle Anreize mit diesem Klimapaket verknüpfen. Können Sie uns da ein bisschen näher das sagen? Also geht es da um das Thema Unternehmenssteuer? Geht es da um weitere Dinge, die Sie damit verbinden wollen? Ja, Sie haben das ja ganz richtig gesagt. Es ist so, dass ein Zertifikatehandel mit einem Festpreis am Anfang viele Nachteile, die Kritiker dieses Zertifikatehandels dann entsprechend aufzeigen, dann entsprechend beseitigt. Und insofern ist das für uns eine sehr, sehr interessante Option. Aber wie gesagt, wir sind da in den Gesprächen. Wir wollen eine Bepreisungslösung haben. Erste Botschaft, ganz wichtig. Wir wollen, dass die auch an den Start kommt und dass die auch wirkt. Deswegen kann man nicht mit einem frei floatenden Markt anfangen in der ganzen Sache. Aber jetzt reden wir schon wieder die ganze Zeit über Bepreisung. Nochmal, wir setzen da auch auf Anreize, wir setzen auf Förderprogramme, wir setzen auf Technologie und Innovation. Und ich glaube, da müssen wir, und das ist das Ergebnis dieser Klausurtagung, in den nächsten zwei Wochen vor dem Klimakabinett, vor dem 20. September nochmal intensiv drüber reden. Was wir beobachten ist, dass die Menschen, und um die geht es ja in diesem Land, dass die Menschen auch durchaus eine große Freude daran haben, also was für die Umwelt zu tun, indem man also tatsächlich auf neue Technologien, auf Innovationen setzt. Die Menschen sind bereit, in den Nahverkehr hineinzugehen, wenn wir dort die entsprechenden Kapazitäten schaffen. Die Menschen sind bereit, mit der Bahn zu fahren, anstatt zu fliegen, wenn man die entsprechende Möglichkeit, die entsprechende Bepreisung dort beschafft. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und vielleicht sollten wir uns alle vornehmen, dass wir das Thema jetzt nicht in den nächsten zwei Wochen nur auf diese Geschichte CO2-Steuer und Zertifikatehandel beschränken, weil ich glaube mal, es geht da um mehr. Schauen Sie, der Emissionshandel kann dann seine Vorteile voll ausspielen, wenn man vorher CO2 aus dem Verbrauch rausnimmt, technisch gesprochen. Heißt letztlich, wenn man zuerst Maßnahmen unternimmt, und das ist Förderung, Anreize, um CO2 zu vermeiden, das eben dann nicht mehr verbraucht wird, dann bietet das die Grundlage. Dann bietet das die Grundlage dafür, dass man den Emissionshandel starten kann. So, und das ist das, was wir wollen. Wir wollen erst durch Fördermaßnahmen, durch Anreizen CO2 vermeiden. Wir wollen dann einen Emissionshandel darauf aufbauen, auf dieser Strategie der Vermeidung. Und diese Vermeidungsstrategie, das ist das, was ich mit konjunkturelle Anreize gemeint habe. Darunter kann man sich eine ganze Reihe von Maßnahmen vorstellen, über die wir aber im Gespräch sind, die wir in den nächsten Tagen noch fertig entwickeln müssen bis zum 20. März, die konjunkturelle Wirkungen auch haben, selbstverständlich, und sowohl im Unternehmensbereich als auch vor allem im Privatbereich, wenn es um die Beschaffung von neuen klimaschonenden Technologien geht. So, jetzt gucken wir noch mal ganz schnell auf, wir müssen nach Hause. Also, eins, zwei, von, alles klar. In der Diskussion war es ja schon in den letzten Wochen, dass es hieß, wir nehmen den Bürger und geben ihm auch was. Also über irgendwie höhere Preise für CO2, ob jetzt über Emissionshandel oder wie auch immer mit der Steuer, sei es drum, dann also über eine Senkung der Energiesteuer, der Stromsteuer, dass man ihm wieder was zurückgibt. Was ich so ein bisschen hier so raushöre, ist, am Ende wird der Verbraucher drauf zahlen. Werden Sie sagen, oder sagen ganz ehrlich dem Verbraucher jetzt und dem Bürger, ja, das wird euch auch selbst was kosten, weil bisher war es ja so, dass das nicht so geklärt zu sein schien. Kostet das was den einzelnen Bürger am Ende, auch wenn man ihn an anderer Stelle was zurückgibt? Also der Plan ist relativ einfach. Der Plan ist, dem Bürger, und das hat Alexander Dobrindt gesagt, die Möglichkeit geben, CO2 zu vermeiden, ihnen den Anreiz zu geben, CO2 zu vermeiden, um dadurch, dass diese Preise entsprechend erhöht werden. Und das Ganze sollte am Ende in sich zusammenfallen, das heißt, dass CO2 vermieden wird und dementsprechend keine höhere Belastung da ist. Und das Interessante ist und das Spannendste ist, wie wir genau diesen Prozess synchronisieren und organisieren. Und deswegen reden wir ja auch sehr viel darüber, dass wir am Anfang auch sehr viel Anreize geben müssen, dass wir fördern müssen und dass wir vor allen Dingen neue Technologien in den Markt hineinbringen müssen. Und das ist der Plan. Herr Mikas, Sie sprachen eben schon von den Nahverkehrstickets, den Vorstoß der SPD an. Ist das denn jetzt wirklich ein Anreiz, auf den man sich in der Großen Koalition verständigen kann?
Also Nahverkehr ist Ländersache. Und insofern können wir hier auf Bundesseite also sehr viel beschließen. Das ist das, was ich Ihnen eben ja auch gesagt habe, dass es einfach darum geht, dass die Länder jetzt auch ihre Konzepte entwickeln, weil es wird nicht reichen. Und insofern ist das eine sehr berechtigte Frage. Es wird nicht reichen, wenn der Bund das entsprechend alleine macht. Jetzt hatten wir noch eine Frage. Genau, letzte Frage. Haben Sie irgendeine Art von Zeitplan oder Zeitvorstellung, wann welche Maßnahmen gemacht werden könnten, wie lange zum Beispiel der Aufbau für einen Zertifikatehandel dauern würde, in welcher Reihenfolge man vorgehen muss, auch was die Gesetzgebung und so weiter angeht? Also Plan ist 20. Klimakabinett, dann Umsetzung im Deutschen Bundestag, übrigens auch, ich insistiere da heute so ein bisschen drauf, auch bei den Ländern, Bundesrat. Und dann geht es darum, dass wir das in der Synchronisierung so machen, damit eben das nicht passiert, was Sie gesagt haben, dass wir erst die Maßnahmen, die Anreize sehr, sehr schnell auf den Weg bringen, damit die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, sich umzustellen und dass es dann in die Bepreisung reingeht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel dafür. Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern schnell ermöglichen, dass sie Elektroautos fahren. Dafür brauchen wir mehr Ladepunkte. Das heißt also jetzt eine ganz schnelle Maßnahme, Quick Win, wie das so schön heißt. Wir müssen Ladepunkte schaffen, damit die Bürgerinnen und Bürger überhaupt die Möglichkeit haben, Elektromobilität auf den Weg zu bringen. Und so ist das in vielen Bereichen. Und was ganz, ganz wichtig ist, natürlich ist so ein Bepreisungsinstrument sehr, sehr wirksam. Das ist sehr, sehr marktnah. Aber daneben sind es viele, viele kleine Einzelmaßnahmen, viele Anreize, die wir setzen müssen. Und das fängt bei der Ölheizung an und das hört bei den Ladestationen für Elektromobilität aus. Und dementsprechend ist das eine Daueraufgabe. Das heißt, wir werden uns die nächsten anderthalb Jahre mit ganz, ganz vielen Einzelmaßnahmen beschäftigen. Und es wird auch nicht so sein, dass am 20. September da das große Paket kommt und am 22. September dann gesagt wird, das war es jetzt, sondern das ist eine Daueraufgabe. Und wir werden natürlich auch anpassen müssen. Das heißt, wir wissen doch heute nicht, welche Technologie im Jahr 2025 da ist. Und dementsprechend ist das ein lebender, ein laufender Prozess, wo wir immer wieder anpassen müssen. Und eine wichtige Botschaft ist, und das unterscheidet uns vielleicht von dem einen oder anderen Mitwettbewerber, wir möchten das zusammen mit den Menschen machen. Ich kann jetzt den Menschen sagen, ihr dürft nicht mehr Auto fahren, ihr dürft nicht mehr Fleisch essen, ihr dürft nicht mehr dieses und ihr dürft nicht mehr jenes machen. Ich kann daraus eine Verbotsorgie machen. Aber ich glaube, mit einer Verbotsorgie werden wir die Menschen nicht für dieses Thema gewinnen. Und das haben wir ja heute Morgen gelernt. Die Menschen in diesem Land haben eine hohe Sensitivität, die sind auch bereit, was zu tun. Aber ich darf denen nicht mit der Verbotskeule kommen, sondern ich muss das zusammen mit ihm machen und alle müssen Spaß an der Sache haben. Und wenn wir das hinkriegen, da haben wir gewonnen und dafür stehen wir als Union, das zusammen mit den Menschen zu machen und nicht von oben herab gegen die Menschen.